Hallo Leute, es ist Samstag und es gibt ein neues Video. Heute habe ich für euch mal was nicht ganz Alltägliches rausgesucht. Und zwar handelt es sich hier um eine Schaltkulisse von einem 955 mit mechanischem Schaltgetriebe. Was will ich euch hier zeigen? Und zwar, wie man den Schaltknauf und die Schaltmanschette abkriegt. Ich habe jetzt das hier einfach mal ein bisschen zusammengesteckt, wie man es eigentlich im Auto sieht. Also man hat jetzt hier die Verblendung drauf, dann den Schaltsack, oben den Schaltknauf. Unten drunter sitzt die Schaltkulisse. Man kann das jetzt auf zwei Arten machen. Entweder man baut die Blende komplett mit aus. Das sind im Endeffekt hier hinten nur die zwei Schrauben, wie es auch im Bordbuch beschrieben ist. Dann kann man das hochklappen und dann hat man das quasi in der Hand samt dem Schaltsack. Dann geht man her und klipst den Schaltsack aus. So ist der hier eingeklipst. So, fällt uns erstmal aus. Legen wir es uns beiseite. Dann kann die Kamera mal ein bisschen näher rankommen. Und dann sieht man hier die Nasen. Damit ist quasi dieser Rahmen in die Blende eingeklipst. Genau, dann hat man das jetzt so vor sich. Man geht jetzt her, stülpt den Schaltsack nach oben, dass man hier unten rankommt. Das ist eine ganz einfache Technik eigentlich, wenn man weiß, wie es geht. Hier unten ist ein kleines Verstellrad dran, der quasi das Ganze arretiert. Den dreht man im Uhrzeiger, sind ca. 45 Grad, bis er einen kleinen Schnapp macht. Schnapp. Und dann kann man den ganzen Schaltknauf mit Sack nach oben abziehen. Wenn wir das jetzt hier unten ausgebaut sehen, sieht man, dass es hier ein rundes Loch ist und hier eben diese Verstellmutter, die das Ganze dann arretiert auf dem Schalthebel. Genau, das war im Endeffekt schon der ganze Spaß, wie man den Schaltknauf demontieren kann. Hier hat man dann eben das einfache Schaltgestänge und ja, kann dann dementsprechend den Schaltknauf wechseln oder den Schaltsack wechseln oder was auch immer. Gut, das soll es zum Thema Schaltkulisse, mechanisches Schaltgetriebe von mir heute gewesen sein. Wenn euch gefällt, was ich tue, dann abonniert doch den Kanal. Ansonsten wünsche ich euch in diesem Sinne ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!